Damit herzlich willkommen, meine Freunde, zu Lara Croft Tomb Raider. In der letzten Folge sind wir heil aus dieser Höhle noch gejumpt. Holy moly, wir hatten tierisch Glück gehabt und mal schauen, was uns heute so Tolles erwarten wird. Lassen wir uns doch mal überraschen. Das Rettungsboot. Wo sind Sie? Wahrscheinlich nach einem Herz. Suchen Sie nach Hinweisen auf andere Überlebende. Okay. Nicht nach unten sehen. Ganz langsam. Oh Gott. Ach du Scheiße, da wird mir... Boah, ich und meine Höhenangst. Oi, 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 oi. Step by step. Ging mir ja schon fast der Arsch auf Grundriss. Och ne. Scheint so, als müssen wir noch höher hinaus. Ich schaff das. Oh Mann, bitte. Oh Gott. Weiter. Weiter. Alter Falter, bitte nicht abstürzen. Oh fuck. Alter Schwede, wird ja immer besser. Wenn die noch klettern. Sams Tasche. Sam! Sie müssen hier gewesen sein. Okay, ein Videoapparat. Munition. Walkie-Talkie. Sam? Rob? Hört mich irgendjemand? Ich muss sie finden. Funkgerät, neue Ausrüstung erhalten. Folgen Sie der Spur der Überlebenden. What the fuck, Alter? Aua. Das hat bestimmt weh getan. Suchen Sie Zuflucht vor dem Sturm. Würde ich schon gerne wärmen. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten. Ja.
Oh, Streichhölzer. Okay, nur eins übrig. Hoffentlich wird das was. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme, Lara? Ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitman. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Ich muss etwas zu essen finden. Suchen Sie nach Nahrung. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg, um Nahrung zu finden. Mal schauen, ob wir irgendwie Glück haben. Oh. Okay. Oh Gott. Armer Kerl. Oh Gott. Den Bogen kann ich brauchen. Finden Sie eine Waffe, um Hirsche zu jagen? Ja, okay.
Kommen wir da hoch. Ohne Waffe kann ich nicht jagen. Ich brauche eine Waffe. Ich schaff das. Jawohl. Keine Angst, er ist tot, der beißt schon nicht. Provisorischer Langbogen. Erinnere dich an das, was du von Roth gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben. Aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Legen Sie ein hier. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Dieser Hunger. Ich muss etwas zu essen finden. Nice. Das ging aber fix. Der Arme. Kehren Sie okay. Mit dem Fleisch ins Lager zurück. Okay. Das Lager war wo? Du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Kehren Sie mit dem Fleisch ins Lager zurück. Jo. Mal. Oh, okay. Fähigkeiten. Verwenden Sie Fähigkeitspunkte, um im Fähigkeitenmenü Ihre Fähigkeiten auszubauen. Okay, halten Sie die Augen offen, um schwer zu bindenden Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Tierische Instinkte. Okay.
Fähigkeiten nicht verfügbar. Geschützter Grad. Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Höhle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth, und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat's jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Ja, nicht stehen bleiben. Finden Sie einen Weg aus dem Wald. Wo fange ich an? Okay. Ich bin Lara Croft, eine Archäologin von der Endurance, gestrandet auf einer Insel im Drachendreieck östlich von Japan. Dieser Ort ist unglaublich. Ich habe hier Jahrhunderte alte Wracks gesehen. Wir waren nicht die Ersten. Und ich weiß, wir sind nicht allein. Irgendetwas stimmt hier nicht. Wenn ich nicht von hier wegkomme, findet das hier... Naja, meine Lieben, das war's auch schon wieder. Weiter geht es in der nächsten Folge. Geht auf meinen Kanal Gaming for Life. Bis zum nächsten Mal und ciao.